Ja, machst du nur deine Übung? Liebe Freunde! Liebe Freunde! Der steht bestimmt immer vorm Spiegel. Liebe Freunde! Ja, liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Ich bin wieder da. Ich war ja in Tokio und habe einen richtig, richtig schönen, fetten, dicken Haufen auf dem Schreibtisch geschissen von einem gewissen Herrn, der Silent Hill gecancelt hat. Penner. Ja, und wir haben auf jeden Fall heute schöne Themen für euch. Und zwar GTA 5, Rockstar und YouTuber gegen Cheater und Modder. Und Oculus Rift darf nicht in Deutschland verkauft werden. Oculus Rift darf in Deutschland nicht verkauft werden, da ein Hersteller für Optikgeräte den Namen Oculus schon benutzt. Seit 1932 stellt die Firma Oculus Messbrillen für Optiker und Augenärzte her. Das Virtual Reality Headset Oculus Rift gibt es aber erst seit 2012 und somit könnte eine Verwechslungsgefahr drohen, wenn das Gerät hier in Deutschland verkauft wird. Was zur Folge hatte, dass im August 2014 eine einstweilige Verfügung erteilt wurde. Die Einigung zwischen Oculus Optikgeräten GmbH und Oculus VR ist laut dem deutschen Unternehmen an den inakzeptablen Vorstellungen der Firma Oculus VR gescheitert. Daher dürfen die Virtual Reality Headsets in Deutschland nicht unter den Namen Oculus verkauft werden. Da sonst ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro Was? Ja, fällig wird, würde ich mal Alter, sagen. Alter, das ist ein ganzes halbes Monatsgehalt von uns. Krass. Ich weiß ja nicht, wo du arbeitest, aber ich habe nicht so ein Monatsgehalt. Du Bordsteinschwalbe. Okay. Dennoch kann man sich die Entwicklerversion der Oculus Rift aus Deutschland bestellen und auch nach Hause liefern lassen. Wie sich letztendlich die zwei Unternehmen entscheiden werden, werden wir erfahren und wir werden euch auch auf dem Laufenden halten, weil ich möchte gerne so ein Teil haben. Ne? Pornos. Genau. Geil. Geil. GTA 5 ist momentan in aller Munde. Besonders seit dem Release der PC-Version und dem Aufkommen erster Mods ist die Community rund um das Spiel gewachsen. Jetzt macht Rockstar aber den ersten Moddern das Leben schwer. Einigen Berichten zufolge soll es sogar Spielerbans gegeben haben gegen Spieler, die diese Mods oder Modifikationen genutzt haben sollen. Auch der zuletzt veröffentlichte Patch vom Wochenende soll den Mod Scripthook Tools unbrauchbar gemacht haben, wo man Wale vom Himmel hat regnen lassen können. Offiziell hat Rockstar dazu aber bisher keine Stellung genommen. Gegen Cheater in GTA 5 gibt es aber jetzt schon eine andere Alternative. Vielleicht haben es einige von euch schon selbst erlebt. Viele nerven diese Cheater, die im God-Mode anderen Spielern den Spielspaß versauen. Aber ein einsamer Rächer nimmt sich diesem Problem jetzt beispiellos an. Der YouTuber Pluxu hat eine Methode gefunden, Cheater, die im God-Mode unterwegs sind, auch ohne Cheats Paroli zu bieten. What the fuck? Boom! Pluxor sucht diese Cheater gezielt, nimmt sich einen Panzerwagen und Haftgranaten und nervt sie minutenlang, indem er sie am Boden festnagelt. Das Ganze wiederholt er minutenlang, bis auch der letzte genervte Cheater das Spiel verlässt. Er ist vielleicht nicht der Rächer, den GTA verdient, aber den GTA braucht. Links zu seinem Anti-Cheater-Video findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. So, das war's dann wieder mit den Game News. Ich hoffe, wir haben euch Gut unterhalten, gut informiert. Ich bin froh, dass Makatze wieder da ist. Ja, also ich muss echt sagen, also Tokio war eine schöne Stadt. Aber du bist froh, dass du wieder in Deutschland bist, ne? Ja. War scheiße. Wenn euch das Video gefallen hat, was kann man denn hier lassen? Gar nichts. Schaltet weg, tschüss. Tschö. Auf Nimmerwiedersehen.